Begleite mich auf diesem Abenteuer durch ganz Namibia. Denn mit mir erlebst du die spannendsten Outdoor-Aktivitäten, die wunderschöne Natur und das, was mir an Namibia besonders gefällt. Willkommen bei Namibia My Way. Ich bin Svenja Hecht, dein Guide vor Ort. Als waschechte Namibierin zeige ich dir nicht nur die üblichen Sehenswürdigkeiten, sondern auch coole Seiten Namibias, jenseits der ausgetretenen Pfade, also ab von der Patt, wie wir Namibia sagen. Aber zuerst würde ich euch gerne die Menschen vorstellen, die das alles möglich gemacht haben. Mir gegenüber sitzt gerade Manfred Goldbeck, der Gründer des erfolgreichen Reiseunternehmens Gondwana Collection Namibia, das diese Videoserie produziert. Und später unterhalten wir uns noch mit Wolfgang Holzinger, der Eigentümer von 4One TV. Aber jetzt erstmal zu Manni. Du bist Gründer des erfolgreichen Reiseunternehmens Gondwana Collection Namibia und leitest jetzt da die Marketingabteilung. Erzähl mir so ein bisschen mehr über dich und deine Person. Svenja, ich bin dritte Generation schon in Namibia. Meine Vorfahren sind vor 120 Jahren eingewandert nach Afrika, nach Namibia oder Deutsch Südwestafrika, wie es früher hieß, und sind hier Siedler geworden. Somit bin ich auf einer Farm groß geworden, habe die Natur zu schätzen und zu lieben gelernt in meiner Kindheit auf der Farm. Und nach meiner Schullaufbahn bin ich dann Lehrer geworden und habe das Vorrecht gehabt, kurz vor der Unabhängigkeit an einer multikulturellen Schule für viele Jahre zu unterrichten. Und das hat mich geformt, weil es auch kurz vor der Unabhängigkeit war und über die Unabhängigkeit rüberging, um über den Tellerrand zu schauen, was Namibia betrifft, was die Politik anbetrifft und welche Herausforderungen wir in diesem Land hatten nach der Unabhängigkeit. Und das hieß, ein neues Namibia aufzubauen. Und das hatte ich an dieser multikulturellen Schule, habe ich das Vorrecht gehabt, mit den vielen verschiedenen ethnischen Gruppen, die wir da hatten, diese Erfahrung zu machen. Und da kam aus dieser Erkenntnis heraus, bei einem neuen Namibia mitzuwirken, in einem größeren Sinne. Und dieses schöne Land, dieses wundervolle Land, meine Heimat, anderen Menschen vorzustellen. Und darum bin ich dann in den Tourismus reingegangen. Es fing sehr klein an, am Canyon unten, wo wir eine Farm erworben hatten und dann festgestellt hatten, dass hier die Natur total beschädigt war durch Überweiden, durch Zäune, die dort gespannt worden waren, weil man mit Karakul oder mit Schafen gefarmt hat, intensiv gefarmt hatte. Und dieses ganze System da unten zusammengebrochen war, die Natur sehr gelitten hatte unter den Umständen dort. Es war einfach nicht ideal, um dort zu farmen. Es ist einfach ein Wüstengebiet gewesen. Mhm. Und als wir dort anfingen, haben wir das erkannt und haben gesagt, hier können wir ein Naturschutzgebiet gründen und haben inzwischen dann 10 Farmen aufgekauft und ein privates Naturschutzgebiet gegründet, welches das Gondwana Canyon Park, der Gondwana Canyon Park ist. Hier haben wir die Zäune rausgeholt, wir haben auch wieder Wildarten ausgesetzt und es ist einer der erfolgreichsten Naturparks, die wieder rewilded sind, wo wieder also die Natur zu seinem Recht kommt, so eine neue Balance zu finden. Das ist ein Riesenerfolg. Das Ganze muss natürlich getragen werden, aus finanzieller Sicht her. Und da haben wir den Tourismus als die Alternative gesehen gegenüber der intensiven Schafhammerei. Mhm. Und aus diesem kleinen Unternehmen da unten am Canyon, wo wir das Naturschutzpark gegründet hatten und verschiedene Lodges gegründet hatten, die sehr, sehr nachhaltig betrieben werden, ist dann die Gondwana-Gruppe und hat heute auch Autovermietung und stellt Reisen zusammen und ist einer der führenden Tourismusunternehmen im Lande.